Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Bündnis 90 Die Grünen setzen sich beim Thema Mobilität auf gute Angebote und Freiwilligkeit. Jederzeit, überall, einfach, sozial gerecht in ganz Nordrhein-Westfalen. Dies ist unser Credo. Zum Beispiel für 2 Euro am Tag landesweit mobil sein können mit Bus und Bahn in unserem Bundesland. Die Piraten dagegen haben eher Muss-Vorstellungen. Davon zeigt der vorliegende Antrag, den wir heute beraten. Darum sehen wir Grüne diesen Antrag auch kritisch. Doch leider wird das eine mit dem anderen in der Diskussion vermisst. Dabei sind die Unterschiede ganz klar zwischen der Zwangsfinanzierung, was die Piraten fordern, und den grünen Vorstellungen von Mobilität ermöglichen. Einige wichtige Unterschiede will ich benennen, um zu zeigen, wieso wir Grüne hier den Antrag der Piraten kritisieren. Da ist zum Ersten der Zwang versus Freiwilligkeit. In der Mobilität hat man einige Zeit von Push- und Pull-Methoden gesprochen. Per Push werden die Verkehrsteilnehmenden zu positivem Handeln gezwungen, mittels Pull-Methoden werden die dazu innerlich motiviert. 2 Beispiele: Weniger Parkplätze am Arbeitsort machen es auch attraktiver, mit Bus und Bahn den Arbeitsplatz zu erreichen. Ein Fitnessangebot, ein Fitnessrabatt der Krankenkassen kann Werktätige dazu veranlassen, öfters mal mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Wir Grüne haben einige Erfahrungen mit der Frage, wie man richtig zu einem für Mensch, Umwelt und Natur sinnvollen Verhalten motiviert. Genau deswegen sind wir hier, allen Vorurteilen zum Trotz, besonders zurückhaltend, wenn man Menschen zwangsbeglücken will. Zum Zweiten die Rechtsfrage. Auch manche Grüne denken über den ticketlosen Nahverkehr nach. Das richtige Ergebnis lautet aber, wenn man sowas überhaupt machen möchte, dann müssen erst auf Bundesebene die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Ich bin ansonsten mehr als skeptisch, ob ein Testversuch so rechtlich überhaupt zulässig wäre. Zum Dritten und die Gretchenfrage, die Gerechtigkeitsfrage. Nun sind wir beim zentralen Problem. Die Piraten fordern die Bürgerinnen und Bürger einer geeigneten nordrhein-westfälischen Stadt zu beglücken mit einer ÖPNV-Zwangsabgabe. So etwas gibt es zum Beispiel beim Rundfunkbeitrag für die öffentlich-rechtlichen Sender. Auf den verschiedenen Übertragungskanälen kann jeder Bürgerin und jeder Bürger das gleiche Fernsehangebot und Radioangebot nutzen. Herr Kollege Beu, Entschuldigung, dass ich jetzt auch Sie unterbreche. Herr Kollege Bayer würde auch gerne Ihnen eine Zwischenfrage stellen. Ja, aber gerne. Vielen Dank, Herr Beu. Sie sagten gerade, Sie würden bezweifeln, dass das rechtlich zulässig wäre, aber ist es nicht so, dass wir im Landtag die Gesetze auch ändern können und dass genau die Gesetze, die wir ändern wollen, nämlich die Gesetze, die geändert werden müssten, nämlich dass die Kommunen das erheben können, genau im Land gemacht werden müssen? Nein. Und der Bundesminister da auf das Land verweist? Nein, es geht hier praktisch tatsächlich um Grundsätze, um Grundrechte, die eigentlich im Prinzip im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland manifestiert sind. Ich komme aber nachher gerade bei dem Punkt soziale Gleichbehandlung genau dazu. Also nochmal, beim Fernsehen ist es so, dass jeder Bürger, jede Bürgerin in ganz NRW, egal ob sie in Köln wohnt oder in der kleinsten Gemeinde in der Eifel, dasselbe Fernsehprogramm bekommen kann. Herr Kollege Beu, bevor Sie fortfahren in Ihrem Redebeitrag, Herr Kollege Glocke würde Ihnen jetzt gern eine Zwischenfrage stellen. Ja, Stützfrau brauche ich keinen. Ist nicht abgesprochen, Herr Kollege. Aber Sie lassen die zu? Ich bin ganz überrascht, was der Kollege mich jetzt fragen wird. Ja, danke, Herr Kollege Beu. Ich würde aber, vielleicht machen Sie das auch im zweiten Teil Ihrer Rede, mich würde interessieren, ob Sie eine Antwort darauf haben. Der Kollege Bayer hat ja eben den Grünen vorgehalten, der Ticketvorschlag selbstfinanziert 2 Euro für alle Nutzer wäre unsozial und im Gegensatz dazu dieses Flat-Ticket, was die Piraten da anbieten, was aber nicht jeder nutzen kann, was aber alle Steuerzahler zu finanzieren haben, wäre sozial. Mich würde interessieren, ob Sie eine Idee haben, warum der Kollege Bayer meint, der Vorschlag der Grünen wäre unsozial. Das habe ich nicht verstanden, aber möglicherweise haben Sie es verstanden, ich glaube es aber auch nicht. Ja. Ich hatte ja gerade, verehrter Kollege Glocke, ja dargestellt oder versucht darzustellen, dass ja gerade das Zwangsticket dazu führen wird, dass geht weder Bürgerin in Wuppertal, im Kreis Recklinghausen, und das dritte war, glaube ich, die Stadt Bad Salzuflen, das Ticket im Prinzip erwerben muss, es keine Wahlmöglichkeit besteht, ganz egal, ob die Bürgerin dann zu den Bestverdiensten des Landes gehört oder unter Umständen eine Heimbewohnerin in einer alten Pflegeeinrichtung ist,
weil natürlich ansonsten es im Prinzip nicht mehr ein Bürgerticket für alle wäre. Deshalb ist dieses Modell der Piraten für uns im höchsten Maße unsozial. Das andere ist praktisch eine freiwillige Möglichkeit. Und ich glaube, mit Ihrer Frage haben Sie jetzt die Teile auch meines nächsten Redemanuskripts im Prinzip dann tatsächlich auch schon abgearbeitet. Denn auch das Angebot, selbst im, da habe ich mal geguckt, Kreis Recklinghausen, da kenne ich mich etwas weniger aus wie im Köln-Bonner Raum, aber selbst das Angebot in der Stadt Recklinghausen wird weitaus besser sein, wie das Angebot in Haltern am See oder, das habe ich hier vorher schreiben lassen, in Heiligenkampf im Mecklenburger Busch. Mecklenburger Busch. Da sind die Unterschiede und Möglichkeiten doch durchaus sehr unterschiedlich. Und es ist auch nicht ökologisch, wenn man dann praktisch sagt, es muss überall landesweit dasselbe Angebot geben. Denn auch praktisch in Räumen, die weitaus weniger dicht besiedelt sind, dann im Halbstundentakt einen Bus oder eine Bahn fahren zu lassen können, ist nicht nur ökonomisch, sondern auch unter Umständen ökologisch nicht verträglich. Wir haben also eine Gerechtigkeitslücke bei dem Modell Zwangsabgabe der Piraten. Wenn alle zahlen, müssen auch alle das gleiche Angebot nutzen können. Ganz egal, wo sie wohnen, das ist nicht der Fall. Auch ist es weder sinnvoll noch möglich, einen identisch dichten Takt in der größten Stadt des Landes wie in der kleinsten Gemeinde anzubieten. Das sage ich auch meinem persönlichen Wunsch zum Trotz, dass möglichst viele Menschen den ÖPNV nutzen sollen. Darum lehnen wir Grüne den Zwangsbeitrag der Piraten und den entsprechenden Antrag ab. Wir werden weiterhin für das grüne Modell werben, im Sinne von jederzeit, überall, einfach, aber auch sozial gerecht. Vielen Dank. Herr Kollege Beu, Entschuldigung, Sie müssen bitte stehen bleiben. Herr Kollege Bayer, was Sie nicht überraschen wird, wird jetzt auch noch eine kurze Intervention vornehmen. Ja. Herzlichen Dank. Ich möchte nur noch mal ergänzen. Also Ihr Beispiel, was Sie genannt haben, gut, kommt von uns, aber Beispiel Recklinghausen. In Recklinghausen ist das Angebot besser als im Umland und der Vorwurf ist sozusagen, ja, die aus dem Umland zahlen dann ja für den guten ÖPNV in Recklinghausen. Aber es ist ja interessanterweise genau umgekehrt. Im Umland muss der ÖPNV ja besser werden. Das heißt, dort haben wir die Probleme, dass der ÖPNV sich kostenmäßig momentan zumindest nicht lohnt, weil die Fahrgäste fehlen. Und dann genau dort sozusagen wird ja investiert. Deshalb ist fast umgekehrt, die Leute in Recklinghausen würden sozusagen für den ÖPNV im Umland zahlen. Und sozial ungerecht ist fahrscheinfrei natürlich gar nicht, denn es kann ja jeder nutzen und es profitiert auch jeder davon. Selbst die, die es nicht nutzen, profitieren im Gegensatz zur GEZ übrigens davon, dass es dann weniger Staus gibt, die Pendlerinnen und Pendler mehr ÖPNV nutzen, das Verkehrssystem entlastet wird und so weiter und so fort. Klimaschutz, so reden wir gar nicht drüber. Andererseits ist es natürlich sozial ungerecht, wenn alle mit ihrer Steuer für ein Sonderangebotsticket zahlen müssen, was aber nur 333.000 erwerben können, die dann aber ja mittlerweile momentan ja meistens Abokunden sind und sozusagen den ÖPNV nutzen. Da finde ich eher die soziale Ungerechtigkeit. Und auch im jetzigen System, wo natürlich per Steuern was finanziert wird, was man dann nochmal extra per Ticket kaufen muss, nicht jeder nutzen kann. Herr Bayer, ich glaube, wir sollten hier auch zu dieser Zeit nicht eine Grundsatzdiskussion führen, welches System im Prinzip am Ende das heutige im Prinzip sozial oder nicht hat. Sie wissen ja auch, nicht nur aus den Erfahrungen als Vorsitzender der Enquetekommission, dass ungefähr, ich sage jetzt mal, es gibt eine Bandbreite von vermutlich 30-70%, aber ungefähr 50% der gesamten Kostensituation des öffentlichen Nahverkehrs aus Ticketeinnahmen erzielt wird. Das andere wird ja auch heute, was Sie gesagt haben, zum großen Teil aus Steuereinnahmen finanziert. Wir finden, diese Waage ist im Prinzip auch richtig. Trotzdem muss das Angebot überall erhöht werden, um mehr Leute darauf zu kommen. Nur, ich habe, glaube ich, doch eben auf die Frage von Herrn Glocke eindeutig beantwortet, warum wir Ihr Modell sozial ungerecht finden, weil völlig unabhängig vom Bedürfnis, ich hatte ja ganz bewusst gesagt, dass es auch selbst Leute treffen würde, die in Ehrenfelsen Pflegeeinrichtungen wären, jeder diesen Beitrag zahlen muss, weil es nur sonst im Prinzip gar nicht finanzierbar wäre. Es ist ein Sozialmodell, jeder muss, ob er es kann, ob er will oder überhaupt Lust hat, überhaupt aus seinem Haus rauszukommen. Es will ja auch Leute geben, die unter Umständen sagen, ich will gar nicht fahren, weder mit dem Auto noch im Prinzip was weiß mit dem Rad oder mit Bus und Bahn. Andererseits wollen Sie andere Leute, die zu den Bestverdiensten zählen, im Prinzip ebenfalls sagen, ihr bekommt dieses Ticket zu einem Preis,
Das ist zumindest im Prinzip nicht nachfragegerecht, aber es ist auch im höchsten Maße unsozial, weil Sie jeden Bürger über einen Kamm scheren, indem Sie sagen, jeder muss diesen Preis zahlen, ganz egal, ob er es will oder nicht. Vielen Dank, Herr Kollege Boy. Und für die FDP-Fraktion spricht Herr